Wir brauchen nicht voten, ich gehe zuerst in den Brunnen. Vielleicht sind da auch nur Fische drin oder sowas. Wir waren ja auch mal in so einem Brunnen, wo nicht wirklich was war zu entdecken, ne? Sondern wirklich nur ein kleiner Brunnen. Vielleicht ist das der sogar und deswegen kommt mir das so bekannt vor. Aber ich glaube nicht. Die anderen Sachen kommen nicht so bekannt vor. What is this shit? Sieht aus wie etwas, was schnell mal zu Fallen werden könnte. Gefällt mir nicht. Okay, da kann ich nicht drauf. Eine Bomber? Supi. Machen wir erstmal nur zum Rübergehen hier. Wenn man es schieben kann, dann schiebe ich es. Kann man das nochmal schieben? Ganz einfache Rechnung. Nur wofür ist das? Kann ich hier draufklettern? Um das zu schieben einfach? Okay. Kann ich hier einfach rübergehen? Müsste eigentlich, oder? Yes. Ein explosives Geschoss für den Granatwerfer, which is very nice. Magnum-Muni, auch gut. Sehr, sehr gut. Großer Taubenblut-Rubin. Oh, den kann man kombinieren mit der... Aha. Okay, müssen wir noch so ein Ding finden. Noch ein so ein Ding. Vielleicht ein Krähenblut-Rubin, was auch immer. Oh, oh. Okay, cannot say I like this very much. Einfach durchrennen. Oh, einfach nur, damit man die Krise kriegt, ey. Super, hat sich doch gelohnt. Hey Engel, moinsen. Hat sich doch gelohnt. Haben wir was Wertvolles gefunden nachher zum Versteigern. Können wir Bares für Rares bringen. Oder eBay Kleinanzeigen, letzter Preis. So, das ging nicht auf. Dann blieb eigentlich nur das hier. Ey, ist Ungi. Was für eine Höhle. Das hier ist mehr als nur eine Höhle. Okay, können wir wieder Sachen anmachen. Hoffentlich geht das ohne Schießen. Ne, warte, der bewegt sich gar nicht hier. Das ist ja eigentlich immer dasselbe hier, ne? Was ist da? What is this? Looks wertvoll. Ich will dieses Wertvolle haben. Was habe ich gefunden? Irgendeine Dingens, glaube ich. Oh, warte mal, da fällt mir ein, wir können das ja einmal nachladen. Das ist immer ganz praktisch, wenn man da hinterher zu der Waffe dann wechselt. Ey, Drondal, danke für die 39. Danke für den Support und vielen, vielen Dank für die Treue, Mann. Danke, Drondal. Danke, danke, danke. Merci. Geil, das ist einfach so eine Schatzkammer.
Okay, aber wie kriegen wir das da hinten an? Ist das so lang? Kommt er denn her? Was war da drin, du Arsch? Was machst du denn da? Get fucked. Der sollte mal so ein Schwert mitnehmen. Besser als ein Messer. Obwohl, er ist nicht so praktisch wie ein... Oh nein. Da kommt noch was. Boah, lass mal gucken, ob wir da drauf einfach scheißen können. Ey, warte mal. Können wir den verbrennen, wenn den das trifft? Oh! Nee, nee, nee. Jetzt soll er mich aber nicht umarmen. Jetzt soll er mich aber nicht umarmen. Brenne! Brenne tot! Kann der auch mal sterben? Der muss mehrmals getroffen werden, dass der stirbt, oder was? Oh, wir müssen den Tier zur Fackel bringen. Damit er die anzündet. Boah, das wird aber gar nicht leicht. Vielleicht wird das auch leicht. I don't know. Okay, komm her. Komm hier hin. Komm hier hin. Komm hier hin. Komm hier hin. Nice. Danke dir, mein Freund. Quattro, moin, moin, moin. So, warte mal, was haben wir hier Tolles gefunden? Die goldene Lady Dimitrescu. Wie selbstverliebt man sein kann. Finde ich aber auch. Und die hat sich sogar in der Statue kleinere Brüste gegeben, als sie eigentlich hat. Vielleicht war die als Mensch so. Und als sie dann Vampir wurde und sich Fleisch formen konnte, dachte die, boah, nee, jetzt will ich aber mal richtig dicke Hupen, wenn ich schon so ein Vieh bin. Lass uns einfach rennen! Mehr ist hier nicht. Das ist nur für die Schätze, glaube ich. Yes. Ein Typ soll von mir aus da unten brennen. Frankly, I don't give a shit. Jetzt können wir weg. Ey, die ist schon tot, Ugi. Die war sogar nur der erste Gegner von, ich sag mal, 4 Zwischenbossen. Wir sind jetzt gleich beim 4. Zwischenboss und dann kommt der Endgegner. Also nein, die wurde voll gehypt. Ich dachte auch, die hätte eine wichtigere und längere Rolle. So von den ganzen Trailern und so. Aber die ist sogar mit als erst gestorben von den Gegnern. So, jetzt können wir ja irgendein Gericht machen. Vielleicht für mehr Heilung. Und im Dorf haben wir auch noch irgendeinen Raum, ne? Hier. Da kam ich vorher irgendwie nur nie hin. Wir müssen... Ich guck mal gleich auch nochmal, wie ich da hinkomme. Ich will das jetzt irgendwie auch wissen und kriegen. Ah, hier kommen die 4 Flaggen. Rein, aber wir haben noch keinen 4. Also. Well then, feel free to peruse. Feel free to peruse. Die maximale Gesundheit steigt geringfügig. Hier steigt die richtig und hier beträchtlich. Ich habe nur kein saftiges Geflügel. Das Problem ist, wenn ich jetzt die maximale Gesundheit steigt mache. Nein, ich habe nur 2 Fische in Besitz. Ich kann das nicht mehr machen. Oh, hätten wir diese scheiß Fische vom Anfang gehabt, Mann. Oh, wo kriegen wir denn noch Fische her?
Hier bräuchte ich ein saftiges Geflügel, aber ich habe noch kein saftiges Geflügel. Dann könnte ich beträchtlich steigern. Und hier fehlen mir zwei Fische. Boah, wie ärgerlich, Mann, dass ich diese scheiß Fische am Anfang nicht getötet habe. Was? Wo wollte ich hochfahren? Auf dem Weg hierhin waren Fische. Ich wollte auch zurück und die holen, aber ich komme da nicht mehr rein in den Dungeon, wo die waren. Komm, wir verkaufen einmal aber eben die Münze. Und die Lady Dimitrescu. Now this is something to splurge on. Und ganz im Ernst, ich glaube, ich erhöhe jetzt auch einfach den Schaden meiner Magnum. Haben wir immer noch 100.000, sollte ja wohl reichen. These hands are more dexterous than one might think. Till next we meet. Ja, woher sollte man das auch wissen? Das ist es. Und vor allen Dingen, ich wollte die ja sogar töten mit dem Messer. Nein! Ich wollte die ja sogar töten mit dem Messer, aber dadurch, dass die Hitbox so scheiße ist, dachte ich ja einfach, das geht nicht und hab dann aufgehört. Das ärgert mich halt am meisten daran. Guck mal, man kann das sogar insgesamt bis auf Stufe 6 bringen. Fiat Voluntus Tua. Kann man da googeln, was das heißt? Jetzt habe ich ja auch das ganze Essen in meinem Inventar. Es nimmt viel Platz weg. Ich kann es ja nicht mal irgendwo lagern. Hier gibt es ja nicht so eine Lagerbox wie früher in Resident Evil. Naja gut, wir gehen jetzt erstmal nochmal kurz ins Dorf. Dein Wille geschehe. Ah, nice. Richtige Kreuzfahrer-Revolver. Rose is waiting for you. For you, my feelings are true. Okay, aber hier konnte man nicht durch. Das heißt... Wie komme ich hier hin, wenn man hier nicht durch kann und hier auch nicht? Ich weiß auch nicht mehr, wie ich in dieses Haus komme, leider. Es muss irgendeinen dreckigen Weg geben. Ich war schon mal dort, ja, und bin da nicht ins Haus rein. Ach so, wartet mal. Stimmt. Wir haben doch jetzt aber auch so einen Schlüssel. Diesen Gärtnerschlüssel. Wo war das nochmal? War das hier? Das war hier, ne? Das ist die einzige verschlossene Tür noch. Oh, Moment, hier ist ein Chicken. Hier hinten Chicken. Was könnte das sein? Aber wie kam ich denn hier hin? Wie komme ich denn da nochmal hin? For you, my feelings are true. Nee, das ist zu viel drumherum. Hier war generell nichts. Hier irgendein Weg. Irgendwo hier war das. Wahrscheinlich hier durch wieder.
So, genau. Bam, bada, bam, bada, bam, bam, bam. Oh, warte mal, haben wir das schon aufgeschlossen? Ja, haben wir. So, hier war der Schlüssel für den von dem Gärtner-Typ. Auf geht's. Happy Birthday! 27.09.17. Ach, ist das ein schönes Bild. Ach, ist das schön, Leute. Ach. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Fokus macht gar nichts. So, ich will das nicht scharf. Spiellogo. Wäre eh zu klein. Wo kommt dieser Rahmen her? Ah, davon. Ich dachte, ich hätte das weggemacht. Perfekt. Das ist doch mal ein schönes Bild, was wir hier haben. So. Oh, hier ist ein Zahlencode. Ich werde ihren 5. Geburtstag nie vergessen. Ah. 2709 17, und wir haben eine 5. Jo, ja. Nee, das sind keine Blutstropfen, das sind Instrumente, glaube ich. Warum 5. Geburtstag? So viele Zahlen hat das doch gar nicht, oder? Lass uns mal einmal gucken. Wir probieren mal einmal das, was ganz normal da am Ding stand. Einfach mal erstmal das Offensichtlichste. Okay. Der Stahl-Resswilger. Oh, erweitertes Mech für meine Snipe. 9 Schuss jetzt. Nice. Ich hoffe, der ist viel wert. Sehr wertvoll. Schön. Ja, und wisst ihr, was jetzt passiert? Wir haben etwas bekommen. Ein Mech. Das heißt, wir gehen jetzt raus und dann ist da ein Gegner. Habe ich hier alles? Moment, ich habe hier noch nicht alles gefunden. Das ist immer so. In Resi, und das wird auch so bleiben. Irgendwas ist hier noch. Hier, diese Dinger sind das. Diese Instrumente. Ich weiß den Namen nicht mehr davon. Ich habe irgendwie Mandarinen im Kopf. Auch wenn das jetzt nicht das direkt ist, aber vielleicht so ähnlich. Warum steht da, ich werde ihren 5. Geburtstag nie vergessen? Aber warte, hier unten ist was. Oder? Ah ja, genau, Mandoline, das war's. Scheiße, was ist denn hier für ein Item? Ich glaube, das ist nur irgendwas. Ja, es ist nur so Licht. Was ist denn hier für ein Item? Give it to me.
Aha. Da haben wir's. Yes. Ey, Schurka, du Spoiler, Alter. Aber wir haben es schon vor dir gefunden. Okay, nice. So. Mann, ich will immer mit Rechtsklick oder Linksklick hier durch und das geht nicht. Wir müssen nochmal hier hin. Weil hier habe ich irgendwas übersehen. Das ist noch rot. Das will ich mitnehmen. Oh, hier müssen wir auch noch hin. Genau. Wir müssen noch zu dem Geflügel. Ich glaube, ich brauche doch auch so ein geiles Geflügel noch für irgendwas. Hier geht es, glaube ich, einfach generell ja nicht mehr durch. Für irgendwas brauchte ich noch das geile Geflügel. Ich habe eine halbe Stunde gesucht. Ah, das war auch mies versteckt. Wir können hier durch. Und einfach hier lang zum Ostteil. Und dann können wir uns da das Geflügel holen. What the fuck? Essen, Jungs. Essen. Ich guck mal, ob ich lieber nur die Pistole nehme. Ich wusste, das Ding will mich angreifen. Zum Glück ist unser Aiming on point. Okay, wir gehen jetzt erstmal nochmal zu diesem einen Hühnchen. Achso, nee, das habe ich schon aufgeschlossen. Da war ja die Grenade Waver. Hä? Hier hinter? Ja, könnte sein, Tom. Müssen wir gucken, ob wir diesen Vogel sehen oder sowas. Bitte lass das krasses Geflügel sein. Schade. Mist, wo kriegt denn dieses krasse Geflügel her? Was mache ich hier? Hier geht's nicht weiter, oder? Nee. Warte mal, dieser Vogel gibt mir bestimmt dieses krasse Geflügel, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, ne? Okay, wofür ist das hier? Wofür ist das? Ah, hier ist eine Truhe. Er steht gleich auf. Das ist bestimmt für die Kette, oder? Ja, Taubenblut. Kette. Aber ja, ich muss mal gucken, ob ich diesen Scheißvogel halt auch sehe. Okay, jetzt haben wir eine Kette, die richtig viel wert sein muss. Lady Dimitriscus Halskette. Erstmal hochspeichern, verkaufen. Ja,
If it's just looking, window shop away. Fünfzigtausend, nice. Ich will trotzdem mehr. Oh, guck mal. Das ist der Quarz, den wir da gefunden haben in der Mandoline. 10.000 sogar wert. Ey, 74.000 kriegen. Ach, ich hab mich wieder verdrückt. 74.000 kriegen wir. Das ist ziemlich nice. You brought in something special. Ich weiß. War mal so aus, als hätte hier was Neues. Was ist denn hier neu? Geschosse? Nee, davon brauche ich nichts. This is all an investment, even. Mann, ist das ärgerlich mit diesem Fisch. Ich komme da nicht drüber hinweg, ne? Aber saftiges Geflügel finden wir vielleicht ja gleich. Ansonsten kann ich das mit dem, Blocken machen. Ich habe sogar den feinsten Fisch für diese Geschwindigkeit. Es muss noch viel mehr Fische geben. Wir haben erstmal zwei. In diesem einen Teich da hinten waren drei am Anfang. Also irgendwo muss es noch Fische geben. Das könnte ich machen. Nee, könnte ich nicht mehr für den Fische. Irgendwas konnte ich machen, aber ich glaube nur mit dem Blocken, ne? Ja, wir machen erstmal noch gar nichts. Erstmal noch nichts. Also ich die richtig guten Sachen machen können, dann gucken wir, was übrig bleibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Nachladegeschwindigkeit sehr langsam ist. Ich kaufe mal einmal Feuerrate. Ich war schon mal in so einer Situation, wo ich mir dachte, boah, wenn die einen Ticken schneller schießen würde, ne? Ah. Hier, 0,1. Ja, den Rest lasse ich mal noch. Thank you for your patronage. Oh, Graukel. Oh ja, also geschrien habe ich schon sehr oft in diesem Game, ey. Sehr oft. So, hier ist die Krypta. Und der Altar. Können wir nochmal sehen, wo der genau der Vogel war? Er guckt hinten auf die Krypta drauf. Jetzt dürfen wir nur nicht blind sein. Und vor allen Dingen, hier ist eigentlich noch so ein Schwein, ne? Aber keine Ahnung, das ist so. Relativ weit weg hinter der Krypta. Ah, hier. Nice, wir haben das saftige Geflügel. Wir holen uns mal direkt Gesundheit. Ey, krass, den Vogel hätte ich locker ohne das Bild gar nicht gesehen, ohne Scheiß. Ich glaube, ich hätte das einfach nicht gesehen. Man könnte ihn bestimmt auch ohne das Bild kriegen, aber... Ach stimmt, das Schwein habe ich einfach ja schon gefunden irgendwann mal, ne? Okay, die maximale Gesundheit steigt beträchtlich. Hier ist nämlich das Gute. Das kann ich wirklich... ...machen. Carry on. Thank you. Now to cook. Hm.
Und sein Vogel sitzt auch noch Jahre später rum, ja, ne? Ist voll nett von dem. Your share? Der soll mir das komplett geben, ey, share. Ich hole die ganzen Zutaten. Und er nimmt sie einfach was, oder was? Okay, das ist schön, dass wir jetzt erhöhte Gesundheit haben. Das finde ich wirklich toll. Das finde ich toll, toll, super toll. Ich glaube aber für dieses andere mit dem erlesenen Schwein da, habe ich die anderen Sachen nicht, ne? Ne, doch, könnte ich sogar. Weil... Könnte ich sogar. Nur dann verliere ich Fisch. Und das Ding ist, die Bewegungsgeschwindigkeit steigt, finde ich persönlich irgendwie geiler. Ach, guck mal, das geht generell runter. Stauder. In welchem Stadion? Nee, in gar keinem Stadion, so generell. Ich bin kein Stadiongänger, also ich bin kein Fußballfan oder sowas. Aber guck mal, das geht, wenn wir dem das geben, generell zurück. Ne? Vertue ich mich doch jetzt nicht. Wenn wir den das einmal liefern, weil dann könnte ich mir auch nochmal die maximale Gesundheit steigt geringfügig holen. Nee, doch nicht, da fehlt mir Fisch. Ich vertue mich immer, ey. Aber das hier könnten wir machen mit dem Schaden. Boah, ich brauche noch Fisch, ey. Scheiße, dann ist das nur, weil wir diesen Fisch da hinten nicht mitgenommen haben. Nur deswegen können wir uns jetzt nicht alles holen. Sonst hätte ich mir alles holen können. Ich habe es jetzt eh immer sehr selten nur geblockt, ne? Till next we meet. Ah, yes, yes. Ich glaube, das geht generell runter. Also, wenn ich das jetzt machen würde. Don't let up yet. Oh nee, mach nochmal zurück. Ups. Ah nee. Doch nicht. Das bringt doch nichts. Dann ist das weg. Naturally. Mal gucken, was wir uns als nächstes dann machen könnten, wenn wir keinen Fisch. Also die. Ich glaube, ich gehe auf maximale Gesundheit. Wir brauchen halt noch zwei Fische. Dann können wir uns Gesundheit steigt nochmal machen. Der Rest? Der ist mir egal, wobei die Bewegungsgeschwindigkeit würde ich auch gern erhöhen. Aber ja, wir brauchen Fisch. Wir brauchen fucking Fisch. Ich könnte natürlich auch das hier machen mit dem Schaden. Aber... Warte mal, wie viel brauchen wir denn? Wie viel Wild? 3. Kann ich mir das auch öfter machen? Nee, ne? Also ich könnte mir das jetzt nicht nochmal machen, weil sonst könnte ich mir das hier öfter machen, aber es geht nicht. Ja gut, dann kann ich mir eigentlich beim Blocken erlittener Schaden machen. Weil wenn ich 4-mal Geflügel verliere, habe ich ja immer noch genug für den Rest. Ja. Boah, das mit dem Fisch. Ja, dann mache ich das mal. Ah. We've gathered all the ingredients. Now. Tuck, 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 tuck. Here it is. Please join me. To think such a dish Schön. Could be Lecker. Had in this winterbound frontier. Das hier dann nicht, das würde zu viel kosten. Ja gut, wir brauchen Fisch. Den Vogel. Doch, der Vogel, der war hier vorne, den haben wir schon gemacht. Okay, dann... Ja, wir müssen halt noch Fisch suchen. Na, ich hoffe, dass wir dann auch irgendwie mal zu kommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das jetzt zu spät ist. Schatz unter der Festung, Kannibalenbeute. Okay, ja, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir jetzt zum Magneto.
Das sieht nicht nach Resident Evil aus. Ja, ist aber Resident Evil 8. Was machen wir denn jetzt? Hier war der übrigens, der Vogel. Hier drauf. Auf dem Ast. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bleib stehen, du Scheißding. Und deswegen denkt man, dass das nicht geht am Anfang. Wo ist das andere Ding? Da. Komm, Fischi, Fischi. Ach so, nur das Rezeptbuch. Ach so. Mein Gott, diese Hitbox ist so für den Arsch. Bitte gib mir noch mehr Fische hier. Jetzt sind da vorne wieder die Gegner gespawnt, das weiß ich. Wann kommt denn hier eigentlich mal diese Zugbrücke runter? Ich hab dich schon gehört. Oh, ich hab mich extra angestrengt. Du bist einfach eine Sau. Hau einfach ab, ja? Dafür kannst du mir jetzt erstmal einen Schokobon bringen oder diese Vanille-Dinger. Okay. So. Wieso muss man denn Rezepte kochen? Musst du nicht, aber die geben dir halt ein paar mehr Leben oder so. Der Händler hier ist halt so ein Metzger slash Koch. Und deswegen. Ach guck mal, jetzt sind die nicht reingespawnt. Danke. Ach, schön. Dann gehen wir jetzt erstmal direkt zurück. Hier muss Richtung Kirche, alles klar. Wir machen jetzt trotzdem erstmal eine Mahlzeit. Die ganze Zeit essen wir nichts und jetzt drei Mahlzeiten auf einmal. As you wish. Please do take a look at my new stock. Ein Fisch fehlt. Ach, come on. Ja, dann mache ich mir maximale Gesundheit. Oder wir warten noch. Jetzt finden wir noch Fische. Jämmerlich. Wie heftig sich dieser eine Fehler jetzt hier auszahlt, ne? Naja, gut, dann hole ich mir jetzt einfach Gesundheit. Weil keine Ahnung, ob wir sonst noch mal was kriegen hier. Ah, thank you. Geld gar nicht. Ich habe nicht genug Wild. Nur jetzt habe ich das schon abgegeben, ne, ich Idiot. Ich glaube, ich habe gespeichert. Habe ich gespeichert? Nachdem ich Fisch geholt habe? Ich glaube nicht. Ist mein Haus eigentlich angekommen? Ich habe nichts gesehen, Mr. Volksbank, aber ich glaube, man kriegt auch keine Benachrichtigung, wenn das nicht mindestens so und so viele Leute sind. Also ich sehe bei mir nichts in meinem Dashboard oder so. Ich glaube, es waren zu wenige dafür oder sowas. Also ich sehe nicht mal die Meldung überhaupt in meinem Dashboard. So irgendwie. Na komm! So.
Gott. Ich gehe jetzt einfach nur nochmal speichern, damit ich die Fische nicht nochmal jagen muss. Bin zu faul für sowas. Fische zu finden, ja. Also wenn ihr das zockt, dann achtet auf jeden Fall darauf, die Fische da zu töten. Ich dachte halt wirklich nur, es geht nicht. Aber egal, habe ich ja jetzt auch schon tausendmal erwähnt. Es ist nur so ärgerlich, dass man das immer wieder... Man ärgert sich einfach so darüber, dass man immer wieder sagt, ah, warum, verdammt, warum, ah, Mann, verdammt und so. Weil hätte ich jetzt einfach schon schneller sein können oder halt mein Leben haben können. Aber schneller hätte ich mir geholt. Schneller ist ziemlich nice irgendwie. Ja, dann gehen wir mal zu Magneto. Hey, Friendly, moinsen. Good luck. Der Typ ist so super cocky und so auch, ne? Aber wahrscheinlich kann er sich sogar erlauben. Der ist wahrscheinlich sogar wirklich so mega stark. Was ist das hier? Bin ich hier? Kannibalenbeute. Okay, wir wollen mal nicht die Knochen berühren. Ich will nicht, dass sie mich hören. Mhm. Ich finde hier auch nochmal Fische. Keine Ahnung, ob ich die berühren würde, aber ich möchte es nicht... Nicht riskieren. Okay, hier ist etwas, was explodieren kann. Was mich hart wundert. Wenn wir hinterher kämpfen, dann locken wir ein paar Gegner hier hin. Hier sind sogar zwei explodierende Fässer. Okay, wir wissen schon, wo wir unsere Gegner hinlocken gleich. Ist das so ein krasses Wild? Ich will keine Leben verlieren dadurch. Nee, nee, das krasse Wild war weiß, ne? Und wir finden auch halt wieder viele Minen und so ein Scheiß. Ah, das bedeutet hier, wird's gleich holprig. Hallo? Hallo? Oh, ja. Aber ganz im Ernst, so sieht's bei Fallout auch immer aus, ne? Warte mal, ich sah ja irgendwie was super gut drin, ne? Oh mein Gott, was ist das denn? Okay, er sieht mich nicht, oder? Kann ich einfach sneaken? Boah, bitte lass mich einfach sneaken. An dem vorbei. Oh mein Gott, er hat sogar so eine dicke Axt. Oben ist auch ein Fass. Boah, zum Glück ist das Ding nicht die ganze Zeit im Dorf irgendwo. Nein, 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 nein. Nein, du hast mich gar nicht gesehen. Oh, der sieht schon verbrannt aus. Ich renn, ich renn, ich renn. Ich renn, ich renn, ich renn. Ich renn, 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 renn. Ich renn, ich renn, ich renn. Ach, das juckt den einfach gar nicht, oder was? Oh! Ich renne gleich durch die Tür. Ich renne gleich durch die Tür. Ich renne jetzt durch die Tür. Doch das gönne ich mir.
Aha! Pistolenhit, mein Freund. Da guckst du doof, ne? Ah! Ich hau jetzt ab durch die Tür. Du dai. Du dai. Kann ich das hier lesen? Oh, gut. Heute kommt der... Stellt euch das mal vor. Hinter euch dieses fette Ding. Und ihr so... Moment, ist das ein Tagebuch? Heute kommt der lustige Kaufmann wieder vorbei. Er gibt mir immer alte Zeitungen. Ich weiß, Miranda hat sie uns verboten, aber die Welt draußen ist so faszinierend. Letztes Mal stand etwas besonders Interessantes drin. Ein Artikel über eine Pharmafirma oder so. Ich kann mich nicht an den Namen erinnern, aber das Logo kam irgendwie vertraut vor. Oh, Leute. Ob das wohl Umbrella war? Also das gleiche Symbol wie das auf dem Kelch des Giganten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es auch auf dem Wandgemälde in der Höhle gesehen habe. Es ist ziemlich speziell. Sieht aus wie ein Schirm von oben. Was macht also das Zeichen einer fremden Firma hier? Hat es vielleicht was mit dem Mann zu tun, der vor ein paar Jahren mal hier lebte? Ach was, ich denke mich da bloß in was rein. Ja, und deswegen bist du jetzt ein komisches Vieh, Mister. Alles klar. Deswegen sind wir hier. Oh, what the fuck? Du dai, du dai. Ich mag explosive Fässer, oh, die du dai day. Okay, ich werde diesen fetten Kampfkoloss aber irgendwann auch töten, oder? Da gibt bestimmt irgendwas richtig Wertvolles, wenn man den tötet. Ich gehe erstmal nochmal speichern. Und dann gehe ich nochmal zurück und hol mir den. Ja, ich gehe erstmal nochmal speichern. Ich hoffe, ich sehe keine neuen Gegner gespawnt oder sowas. Das sieht noch schön ruhig aus. Please, bleib ruhig. Danke, 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 dass du ruhig bleibst. Okay, Messer, dann rennen wir schneller. Keine Ahnung, ob, aber... Oh, danke, dass du noch hier bist, ey. Das ist immer voll die Erlösung, wenn der Fette hier auf einmal noch sitzt. Ganz im Ernst. Ah, yes, ich spiele auf der schwierigsten. Also die für mich schwierigste. Fragment. Vater Nikolaus Engel. Splendid. Do you know it's worth? Resident Evil muss man auf der schwierigsten spielen, sonst ist das weniger Horror, weil du kannst durch alles durchlaufen, alles abballern und dadurch wird das irgendwie weniger gruselig und weniger riskant so, finde ich. Ich habe früher die alten Resident Evil Teile auf der PlayStation auch auf schwer, also am Anfang nie auf schwer gezockt und dann hinterher auf schwer. Und da ist das halt teilweise wirklich so, dass du richtig vielen Zombies einfach immer ausweichen musst. Und die bleiben dann immer da. Du musst. Und die Kameraführung und die Steuerung ist halt super kacke, ne? Und du musst da irgendwie ausweichen. Das war immer schrecklich. Aber schwierig war das. Schrecklich. So. Ja, irgendwie hat er aber nichts Krasses sonst, ne? Boah, ich glaube, ich gönne mir mal einmal Magazingröße. Habe ich jetzt irgendwie Bock drauf, dass ich mal ein bisschen mehr ballern kann teilweise. Ich weiß nicht, wie knauserig ich mit meinem Geld doch noch bleiben kann oder ob ich jetzt irgendwie alles ausgeben kann mal langsam. I don't know. Wir bleiben mal noch dabei, ein bisschen sparsam zu sein hier. Komm, wir holen uns nochmal Feuerrate für die Snipe. V4
Verrate der Pistole finde ich eigentlich okay. Ich schieße eh relativ langsam, weil ich eher Headshots machen will. Von daher, hier könnte man fast schon sagen, man holt sich nochmal die größte Magazingröße. Ich lasse es erstmal so. Wir sind super sparsam. Okay, jetzt holen wir den Fetten. Jetzt machen wir den Fetten kaputt. Hoffe ich. Ich kann Sachen craften. Das ist gut. Ich habe noch zweimal Heilung. Warte mal, ich habe auch noch feinstes Fleisch. Warte mal, stimmt, ich habe ja sowas Neues. Warte mal, was kann ich damit jetzt machen? You wish to make a purchase? Hä, warum habe ich denn auf einmal 6-mal Fisch? Warum habe ich auf einmal 6-mal Fisch? Wo habe ich denn Fisch her? Ach so, aufgesammelt von dem Typen. Stimmt, in dem Haus. Ich habe nicht geguckt, was ich genommen habe. Ich bin einfach langgelaufen und habe gegriffen. Ja, der hatte wahrscheinlich Fisch. Okay, die maximale Gesundheit steigt. Oder die Bewegungsgeschwindigkeit steigt. Puh. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, klar, ist Leben geil, aber schneller laufen? Boah, schneller laufen ist schon meistens nice, vor allem wenn man bei Endgegnern oder so wegrennt. Oh, ich gönn mir das. Die Sarmale de Peste. Gotta go fast. Warte mal, habe ich eigentlich noch die Memes davon? Gotta go fast. Man sieht nur nicht mehr den Effekt davon. Man hört nur noch den Earrape Sonic. So. Ja, ich hole mir die. Ich hole die. Wir holen uns Gotta go fast. Aha. Thank you. Now to cook. Apologies for the wait. Here's your share. To think such a dish could be had in this winterbound frontier. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall nichts mehr mit Fisch. Aber vielleicht finden wir ja noch mal was mit Fisch. Hoffen wir mal. It's sure to be a good meal. Gotta go faster, do-do-do-do-do. Das können wir besser wegrennen. Das gefällt mir. Bin ich Fan von. So. Mr. Kannibale. Dein Albtraum ist zurück. Ich glaube, wir brauchen unsere Rohrbomben und unsere Minen. Ich glaube, ich packe mir mal eine Mine auf den Schnellzugriff. Wir werden bestimmt kein Messer brauchen gegen den. Sobald unsere Minen weg sind, packen wir unsere Rohrbomben drauf. Ich glaube, wir müssen gegen den wirklich die harten Geschütze auffahren. Das ist nämlich kein richtiger Endboss und das heißt, der ist krasser. Okay. In irgendeiner Form und Weise. Wo ist denn er gerade eigentlich? Wo ist denn er? Da. Okay. Thank you.
Oh, er springt einfach darüber, die Sau. Er springt einfach über meine Mine. Nicht mal die Mine juckt den. Nicht mal die Mine juckt den. Ich hoffe, man kann den überhaupt töten. Oh nein, ich bin runtergefallen. What happened? Was höre ich hier noch? Warum höre ich auf einmal mehr? Der hat sich Gargoyles geholt? Ehrlich? Oh, er hat sich Gargoyles gerufen, diese Schlampe. War das zufällig meine letzte Mine? Okay, das war meine letzte Mine. Das heißt, jetzt brauchen wir die Rohrbomben. Boah, ich bin in die Sackgasse gelaufen. Fuck du! Stück Scheiße, lass mich! Geh weg! Es lebt immer noch. Nein! Alter, wie viele sind hier von den Viechern? Gotta go fast. Gotta go fast. Nein! Hat das Damage überhaupt gemacht? Wie viel hält er denn aus? Kann man den überhaupt besiegen? Get fucked, boy! Die kristalline Riesenaxt. Oh! Get fucked! Oh mein Gott, wir haben aber auch einfach alle Granaten auf den gehauen ungefähr, ne? Fünf Granaten und fünf Minen. Holy shit.
Holy fuck, ey. Das ist locker nicht so viel wert, wie das kostet. Hey, Widder. Moin, moin. Diese Riesenaxt. Okay, ich glaube, das war's dann hier. Okay, mal gucken, ob wir vielleicht sogar was vergessen haben. Aber ich glaube... Ah doch, guck mal. Wir haben hier sogar vielleicht was vergessen. Es ist noch rot. Okay, Chat. Gucken wir uns mal jeden Scheiß an. Ah, hier. Ah, hier war noch... Wildbret. So, weg. Ab geht's. Wir haben den Kannibalen-Schatz. Erstmal zurück speichern und verkaufen. Teabaggen. Hätten wir eigentlich machen können, ne? Oh, warte mal. Ach, ist jetzt schön, schneller zu laufen. Ich hoffe, ich laufe auch schneller. Ich habe mich, wenn dann, jetzt schon wieder dran gewöhnt. Fischi, wir brauchen für alles Fischi. Food is life. Kann ich fast mein Essen verkaufen, wenn ich jetzt keine Fischis mehr finde, ne? Der Rückstoß der Schrotflinte ist einem so egal, weil man kann ja eh nicht so viel schießen und man trifft ja eh, ne? Wenn man auf... Also wenn man drauf aimt. 30.000 nur? Das ist ja schon fast wenig. Gefühlt. Na, egal. As always, a trustworthy fair exchange. Na, egal. Ich habe Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe an Minen und Bomben mehr Wert verloren, als ich da gewonnen habe. Aber wir haben 205.000 Lei. Ich glaube, wir können unsere Waffen ein bisschen upgraden, oder? Aber was ist, wenn ich upgrade und wieder eine neue Waffe finde? Immer dieser Struggle in Resident Evil, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. I hate it. I fucking hate it. Leave this to me. Egal, ich werde meinen Revolver upgraden, einfach weil der geil ist. So. Da habt ihr es, Leute. One moment, please. Das ist ja eigentlich nicht so teuer, die Pistole. Machen wir. Machen wir mal. Nur die Magazingröße, 11.000. Scheiße, ich jetzt erstmal drauf. 17 ist doch eigentlich gut genug, oder? Delighted to. Machen wir noch mal ein bisschen die Nachladegeschwindigkeit hier auch. Dann machen wir noch mal ein bisschen die Nachladegeschwindigkeit hier. So ein kleines bisschen, ein paar kleine Updates machen wir mal, ne? Ne, Chat? So. Auf geht's. Jetzt gehen wir zum Heisenberg. Alter, ich dachte, hier sind Geister. Hä? Ach, die Dinger leben noch? Oder war das irgendwas hier oben drauf? Ich glaube, ich höre was anderes. Ich schleich wieder. Schleichmodus.
Metal Gear Resi. Okay, hier ist ein Schatz. Aber er sieht aus, als wäre hier eine Mauer. Wir müssen mal gucken, wie und so wir da hinkommen. Oh nee, ne? Warum haben die Penner mich gesehen? Ich bin noch geschlichen. Aber doch Metal Gear. Ja, das müssen wir noch Scope machen, aber mit Scope ist das einfach zu nah dran. Nein! Ich habe mich verdrückt! Nein! Ich muss neu starten. Ich wollte reinzoomen und habe aus Versehen Steuerung anstatt Alt gedrückt. Fuck! Jetzt muss ich da nochmal rein. Ich kann nicht eine Heilung verballern, Alter. Das geht nicht. Ich brauche die bestimmt gegen diesen Endgegner. Das geht nicht. Das ist zu wertvoll. Das ist einfach zu wertvoll. Wetten wir, das passiert mir gleich nochmal. Und jetzt treffe ich nicht mehr auf einmal. Och, come on. Und jetzt muss ich die Heilung doch benutzen. Weil ich auf einmal nicht mehr treffe. Wo geht denn der Schuss hin? Will er mich verarschen? Immerhin sind die anderen Headshots. Wo geht denn jetzt der Schuss hin? Das war ja reinste Verarsche, Alter. What the fuck? Mein Fadenkreuz war auf dem drauf und der Schuss fliegt da oben hin. Ich glaub's ja wohl. Oh. Nice Headshot. Oh ne, ne? Nervige, kotige Viecher. Ja, aber so extrem, Alter, ist ja wie bei CSGO, wenn du beim Schießen läufst. Nur, dass du nicht mal liefst. Da kommt Bogen gegen Snipe, Alter. Zeig mir, was du drauf hast. Wir holen die alle mit Headshots weg hier, die ekelhaften Viecher. Ich liebe diese Headshots. Oh, es ist so befriedigend. Wo? Der hat auch einen Kopf weniger, der Typ. Ah, ah, ah!
Fick dich einfach, du Stück Scheiße. Ich finde so einen Haufen von diesen Gegnern einfach immer schwieriger als jeden Endgegner, ne? Oder Miniboss oder so. Er ist so viel stressiger. Dem scheiß Movement, die sind einfach mehr. Die aus der Nähe aussehen. Aber ich will die gar nicht in der Nähe, aus der Nähe sehen, die Dinger. Gonna go fast. Ey, die spawnen wieder neu rein? Fuck you. Ey, was zum Teufel? Oh nee, ne? Hoch! Geh doch auf! Natürlich geht das langsam auf, Mann! Fick dich! Der kann auch nicht hier drüber springen. Oh, es ging. Ich habe nichts gesagt. Renn! Zum Glück verfolgen die mich nicht mehr. Wenn ich langsam diese Tür öffne. Oh Gott, ey. I hate them. Ich hasse diese Dinger. Ah, ist mir so von einem Speicherpunkt wert, auch wenn wir sehr viel Heilung verhauen haben. Aber so viel Heilung wie gegen so Viecher brauchst du ja gegen keinen Endboss gefühlt. Springe drüber? Nein. Kann ich eigentlich nochmal Heilung craften? Ja, ist gut. Chat, wir haben immer noch nicht Shotgun-Muni gecraftet, jemals. Oh mein Gott, ey, wir sind mit dem Spiel eventuell durch, so. Heute noch. Also, eventuell, aber trotzdem. Wir haben nicht einmal Shotgun-Muni gecraftet, ey. Mann, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich hab langsam keinen Bock mehr auf diese Schweinescheiße. Verpisst euch. Ja, springt alle hier hin, dann komme ich hier hin. Hilfe! Okay, big guy. Was ist das für eine verfickte Scheiße hier? Der hat T3-Rüstung, der Typ. T3-Rüstung. Ah nein, ich habe nichts gesehen. Okay, wir nehmen gleich unseren Granatenwerfer gegen dieses Drecksvieh. Oh, die haben mich echt noch gehittet, die Schweine. Ich glaub's ja nicht. Thank you.
Okay, der kriegt jetzt sowas von den Granatenwerfer in die Fresse, ne? Ah, der hat keine Rüstung mehr. Genau in den Rhein. Oh, hier sind ganz viele Chemikalien, das ist so schön. Bist du endlich tot? Yes. Scheiß auf Headshots. Selbst Headshots braucht er die normalen Gegner schon 9 Hits. Ich gebe ihm einfach die Granaten in die Fresse, bis es den nicht mehr gibt. Wir hätten lieber einfach wegrennen sollen. Ich glaube, man macht immer Minusgeschäfte, wenn man viel verballert. Auch wenn man diese scheiß Dinge einsammelt. The fuck? Gönnt euch. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Wisst ihr, was das Schöne ist? Wir haben jetzt ganz viele Chemikalien gefunden. Das heißt, wir können uns Shotgun-Muni craften. Ich crafte mir jetzt Shotgun-Muni, Leute. Einfach nur, damit wir das mal gemacht haben. So. Leute, ich habe mir 3 Schuss gecraftet. Damit sich das auch mal gelohnt hat, ne? Soll sich auch mal gelohnt haben hier. Ich kann es nochmal craften. Wir craften nochmal. So, 2-mal Shotgun-Muni gecraftet, Leute. Jetzt möchte ich aber wirklich ein Hurra hören. Dieser Skill hat sich gelohnt. Nein. Nein, nein, nein. Ich will es gar nicht wissen, was das war. Ehrlich? Ich habe doch gerade erst gegen so einen Dicken gekämpft. Okay, er muss nur die Säulen kaputt machen, richtig? Chat, was war das Letzte, was man noch gesehen hat? Was war das Letzte, was man noch gesehen hat? Chat, ich glaube, ich lasse den, ich glaube, ich lasse den einfach alle Säulen kaputt machen. Ich glaube, ich schieße gar nicht auf den oder so. Der nimmt hier nämlich die Säulen auseinander. Jetzt muss ich nur rennen. Vielleicht muss ich aber doch auf den schießen. I don't know. Oh oh. Okay, ich dachte, wenn die Säulen kaputt sind. Ich kann die Munitionsart nicht wechseln mit F. Warum kann ich die Munitionsart nicht wechseln? Wenn ich F drücke, passiert nichts. Warum nicht? Weil das 0 von 6 sind, weil ich keine habe. Deswegen. Boah.
Oh mein Gott. Ich will die Magnum sparen. Ah, ehrlich jetzt? Ah, das ist nicht gut. Oh. Oh, nein! Kann ich den mit Schüssen aufhalten? Oh mein Gott. Ah, ah, ah! Mann, auf einmal sind die neben mir. Nein. Wie soll ich denn abhauen? Bitte lass mich nochmal Heilung machen können, danke. Nee, die Schüsse prallen nicht ab. Das sieht nur so aus. Nur wenn man den Hammer trifft. Yes! Nein! Wenn ich jetzt sterbe! Nein, wenn ich jetzt sterbe, raste ich so weg. Boah, wenn ich an denen gestorben wäre, ich wäre weggerastet. Oh, Drecksvieh, Alter. Boah. Okay, so langsam sind aber mal alle fetten Viecher tot, ne? Mann. Ne? Herrlich, ey. Alles verballert, egal. Hat sich gelohnt. What? In the butt? You're the real deal, Ethan. Well done. Ich hatte keine Muni beim Granatenwerfer generell. Glaube ich, oder? Cool your jets. Oder hatte ich welche? Just a little bit more and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. Warum muss man denn anvisieren und F drücken? Warum nicht einfach F? In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar and I'm sure you'll figure the rest out. See you. Selbst das hat dich schon ausgefigert hier. God damn it. Toll,
toll, super toll. Ah ja doch, man muss aber zielen und F drücken. Hä, aber sonst muss man doch auch nicht zielen und nachladen. Ah gut, danke, Steffi. Ey, Venny. Danke für 41 Monate. Vielen Dank für den Support, mein Freund. Danke dir. Danke, danke, Mann. Vielen Dank, mein Freund. Irgendein Teller. Ein Guglemion oder so. Ne, Minen habe ich nicht, ne? Ne, doch eine. Aber jetzt Minen nehmen oder Bomben nehmen? Jacke wie Hose, sagt Pierre der Franzose. Das scheint noch irgendwas zu sein. So, erst umdrehen? Ne, geht gar nicht, das ist ein Tor. Ich hätte sogar eine Rohrbombe weniger werfen können. Ist das Traurige. Ich guck mal, was hier ist. Sieht aus wie der Dungeon vom Anfang, aber ist der nicht. Boah, ey, warte mal. Tut gut, ey. Feels good. Notizen zur Kadu-Implantation. Mia IM, Merkmal 21, männlich, Silberschmied, Narben von einer Lungenentzündung. Mal kurz die Maus wegtun hier. Streaming, PC. Ergebnisse, geringe Kompatibilität. Kadu konnte nicht wachsen. Transformation des Körpers, Beeinträchtigung der Wahrnehmung. Typische Anzeichen als Lycans. Auf die Weide geschickt. Okay, also Lycans sind die, wo das nicht wirklich funzt. Bernadette, Merkmal 21, weiblich. Keine Beschäftigung, keine Feuererkrankung. Ergebnisse, tot. Alcina D, Merkmale 44, weiblich, Nachkomme aus Adelsgeschlecht, nicht aus dem Dorf. Vererbte Blutkrankheit. Ergebnisse sehr gute Kompatibilität, kein Wahrnehmungsverlust, kann ihren Körper nach Belieben verändern. Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle implementiert und zur Beobachtung entsandt. Feels good. Ah. Was? Powerwaschbär? Was? Was ist los? Oh, hier ist wieder das, was Sachen gefunden. Jetzt stirb. Thanks for dying. Thank you very much for dying. Arigato. Ja, hab ich schon gesehen, irgend so ein Drop. Ich dachte mir so, was? Was für ein Drop hier? Und das ist Mailand. Ah, hier sind wir. Oh, boah, hat aber lange gedauert, bis wir diesen Ausgang da mal wirklich nutzen, ne? Ich speichere einmal ganz schnell hier. Nicht, dass jetzt gleich im Dorf irgendwas Seltsames passiert. What the fuck? What the fuck? What happened? Was war das für ein Geräusch? Die Brücke? Die Zugbrücke wahrscheinlich, ne?
Scheiße, da ist ein Baum so. Oh, na. Komm, wir gehen erstmal nochmal zum Händler. Das muss voll das kleine Dorf eigentlich sein, ne? Weil so wirklich Häuser gesehen hat man insgesamt nicht viele, wo Leute leben, oder? 20? Oh, good. I was just thinking of ways to pass the time. Habe ich Fleisch gefunden, zufällig in der Zeit? Nein. This is all an investment, Ethan. Warum steht da immer neue Ware und dann ist hier nichts Neues? Ah, okay. Wir können ja mal den Griff für die 1911 holen. Ich meine, warum nicht, ne? Hier ist der kristalline Hammer und Guglielmos Teller. 74.000. Oh, ich drücke immer E und dann ist... So. Now this is something to splurge on. War schon der von, wo es nur zwei Häuser gab. Aber mit Schloss und allem drum und dran und. Okay, wir kaufen uns das jetzt mal. Und ich meine, weniger Rückstoß für die Flinte brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Ich kaufe es mir jetzt trotzdem. Einfach nur für den Style und Swag. Ehrlich gesagt, das Langdistanz-Zielfernrohr will ich gar nicht. Ich würde meinen Scope sogar lieber abmachen, weil ich nehme das lieber als Nahkampfwaffe. Mit dem Scope brauche ich das gar nicht so oft, ehrlich gesagt. Delighted to. Ey, das Ding ist, es müsste eigentlich noch viel mehr Attachments, Erweiterungen gegeben, Verbesserungen. Wenn man sich mal seine Waffen anguckt zum Beispiel, dann steht hier ja Feuerkraftstufe 3, aber es gibt insgesamt 6. Ich frage mich nur, wann das kommt. Weil wir sind doch wahrscheinlich eher am Ende jetzt. If it's just looking, window shop. Dann kann ich mir auch nochmal eben für meine Pistole das noch größere Mech holen. Ich meine, 11.000 ist ja jetzt auch kein Geld mehr eigentlich. Dass du erst 50% hast? Boah, kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt kommt noch Heisenberg und dann halt die letzte. Ich glaube schon, dass wir eher am Ende sind. These hands are more dexterous than one might think. Okay. Na, ja, so lasse ich das jetzt erstmal. Das ist okay. Thank you for your patronage. Acht Stunden? Ja, aber wir haben ja jetzt schon mehr als 8 Stunden. Und zum Beispiel Resident Evil 7. Resident Evil 6 habe ich, glaube ich, in 7 Stunden durchgezockt. Und Resident Evil 7 irgendwie auch so um den Dreh. 7, 8 oder so. Die habe ich beide gestreamt, 6 und 7. Und das waren so 7, 8 Stunden Spielzeit beide. Nur. Ja, okay. Ach so, Quatsch. Ich muss doch gar nicht mehr hier hin. Was mache ich denn, ich Idiot? Ich war jetzt voll auf Automodus. Ich dachte jetzt so, wir müssen nochmal rein den Typen killen, aber... Quatsch. Ich muss jetzt zum Anfang. Hier ist die Brücke immer noch nicht unten.
Was ist das Endboss? Die Endbossbrücke. Meint ihr, wir können auch irgendwo Fische sammeln hier? Vielleicht geht jetzt die Höhle wieder auf und ich kann da nochmal rein und mir die Fische holen. Vielleicht haben wir ja Glück. Achso, Moment. Hier ist das ja. What was that? Erinnerung von der kleinen Rose. Immer diese Umbrella-Leute. Man muss sich mal überlegen, die bauen irgendwann hier einen Mechanismus, dann kümmern die sich darum 100 Jahre nicht mehr und das funktioniert alles noch. Eigentlich steckt man ja seine Tochter einfach in so Dinger rein. Ich wüsste gar nicht so, was ist, wenn du die jetzt hergibst irgendwie. Kelch des Giganten, auf geht's. What? Erstmal nochmal speichern. Warte mal ganz kurz. Vielleicht hat er ja jetzt neue Sachen. Weil wir was gemacht haben? Nee. Wenn du das sagst. Hauptsache, es bauen nicht wieder neue Gegner rein jetzt. Das ist immer gecheatet. What's going on? Ja, jetzt kommt irgendein Gigant. Ey, wir haben schon mehrere Giganten getötet. Die langsam reicht's mir. Übrigens, wie trage ich das Ding überhaupt? War das nicht riesig? Under my umbrella. Das Ding wiegt doch locker 80 Kilo oder mehr. Das funktioniert. Nein! Ich wollte doch noch gucken, ob ich da hinten durch kann. Schnell gucken, ob hier Items sind. Warum, wer hat hier überhaupt die Kerzen angemacht und wählt die Kerzen hier in Schuss? Ich glaube, eure Aufgabe ist es, die Kerzen hier jeden Tag zu wechseln. Don't worry about the kid, Ethan. It'll be fine. Ha! Just get your ass across the bridge. Okay. Hier ist die Factory von Heisenberg. So good. Ah, Ethan Winters. Welcome. I didn't think you'd make it past Donner Moreau, but I suppose you survived worse back in America, hmm? I like you. I'd like to speak to you about... In America habe ich viel durchgemacht. Oh, come on in. Don't worry. It's not a trap. Warum redet er so wie eine Instagram-Influencerin? Die haben auch immer diese komischen Betonungen. Well, I mean, oh my god. Was liegt hier?
Danke für die Chemikalie. Mother Miranda. Mia? Truth hurts, don't. Let me guess. Hey, die Waffe. Doch, das ist mein 911, ne? Take me out like the others, and then he gets to go and save Rose, right? I'm healing my daughter. Look, you got the soul wrong. Tell me I'm talking. Shut your fucking hole! Sorry about that. Take a seat. Wir sind schon ein krasser Killer hier, ne? Ein bisschen Angst sollten die haben. Listen, Ethan, you're being played. What are you talking about? You wir sind schon ein Monster. I said sit! Lady, supersized bitch. Ugly, a psycho doll. An amoronic freak. Don't you get it? It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. Warum tötet er mich jetzt nicht einfach? So do I. Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of her. Last time, you freak! I swear to God! You and me, Ethan. Together, we go save Rose, and we can use her to grind Miranda into paste. My daughter is not a weapon. Fuck you! Last chance. You don't want to find out what's in that hole. I'll take my chances. Ain't a Kettensägen-Typ. You're a few. Oder ein Motorrad- oder Generator-Typ. What the fuck? Was ist das denn? Er erinnert mich an Dingens. Diese, wie ist das Game nochmal? Mit Big Daddy und Co. Ich würde mal sagen, wir rennen einfach. Auf jeden Fall erinnert er mich an so einen Big Daddy. Ja genau, Bioshock. Schön, wenn es immer einen Fluchtweg gibt. Lass uns jetzt einmal gucken, was wir craften können. Auf jeden Fall Heilung, das muss mal sein. Kann ich hier hoch? Ey, shit, man kann ja auch runter, ne? Wo gehen wir denn zuerst hin? Immer looten. Ballern einfach drauf. Scheiß auf gezielte Headshots. Einfach drauf.
glaube, immer auf diese Headshots zu aimen, dauert einfach zu lange und lohnt sich nicht. Mal draufballern. This place is messed up. I've got to get upstairs. Oh. Das ist wie Charlie und die Schokoladenfabrik. Richtige Meat Factory hier. How the fuck? Ich wundere mich gar nicht mehr um den. Der ist sogar im Aufzug. Wir können mit dem fahren. Mal gucken erstmal, was hier ist. Und dann, ich habe keine Muni. Ja, aber weißt du, die Headshots, man braucht nicht mal wirklich weniger Schuss damit irgendwie. Eine Art Steuereinheit sieht leicht zerstörbar aus. Was haben die eigentlich auf? Was sind das für Dinger? Aber wenn man die Gegner tötet, kriegt man halt teilweise was, um sich zu heilen, und das ist gut. Okay, wir brauchen Strom. Komm hier hin, guck dir die Scheiße an. Haben die alle keinen Strom hier oder was? Was ist, wenn ich das nicht kaputt schieße? I don't know. Neben mir ist nichts, ne? Nein. Scouter, um meine Kampfkraft zu messen. Boah, da müssen die aber eigentlich Angst kriegen, oder? Okay, das habe ich auf jeden Fall nicht. Ich habe doch gerade was mit Chemikalie. Ah, da. Muss ich das in irgendeiner Art anordnen? Weil da finde ich vielleicht was, wenn ich das irgendwie drehe oder so. Findet man hier irgendwie eine... Ist irgendwo eine Nummer hinter? Irgendwas können wir damit machen. Ich weiß nur noch nicht, was. Vielleicht später oder bin ich blind? Ich glaube, wir müssen damit noch warten. Gießanlage... Vielleicht ist das, damit ihr mich besser seht im Dunkeln? Nachtsichtgerät. Gerade ein bisschen zurück hier. Oh, es geht sogar wirklich mit einem Dietrich. Geil. What is this shit? Ich gehe mit Strom. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Wir machen irgendein Vieh aus dem mit einer Art Bohrer.
Hand. Aha, das werden wir wohl brauchen. Ich wusste es. Ich wusste es. Jetzt sind hier auch wieder Gegner, ne? Gib mir dieses Zeug. Zum Glück geht das recht schnell. Ist jetzt auch nicht mehr heiß. Dann gehen wir das Pferderelief. Seems useful. Ist das hier direkt rein? Nice. Ich habe nicht mehr wirklich viel Muni, ne? Ich hatte so viel. Ah! Vielleicht ist das nur, damit die betäubt werden und ich an denen vorbeirennen kann, aber I don't know. Nee, hier habe ich nichts. Okay, ein Dietrich habe ich ja noch. Jo, hau rein, Claude. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen und so. Und die Counter und sowas. Ja, Subs, wenn ich sterbe, ne? Ihr könnt mit Ausrufezeichen tot dann den Death Counter erhöhen. Das was, wenn ich da draufballer? Ich glaube, das soll mich nur nicht treffen, ehrlich gesagt. Ah, doch! Oh, ich kann ihn sogar wirklich kaputt machen. Ja, dann machen wir das. Okay, muss ich leider drauf schießen. Keine andere Wahl. Oh, warte mal, wir lassen erstmal die Viecher sterben. Wir sollen da ruhig reinlaufen. Hey Marcel! Nice! Wo bleibt das stehen? Hier, ne? Warum sind hier auf einmal wieder so viele? What the fuck? What the fuck? Wo kommen die auf einmal her? Immer dieses Überraschen. Immer spawnen die auf einmal hinter dir, wo du gerade herkamst. Auch dieser Müll. Komm, wir locken den an. Er soll ankommen. Bin ich schon mal ein bisschen Damage. Hallo, Heika. Haha. Okay, soll ich hier einfach durchrennen? Hier renne ich durch. Fünf Sachen kaputt zu machen, habe ich keinen Bock drauf. Vielleicht bringt mir das ja nochmal irgendwann was, wenn das an ist.
Boah, es ist, glaube ich, voll das Labyrinth hier. Ich hoffe, der Weg ist relativ linear. Dass man immer da langläuft, wo man hin muss und so. Nicht irgendwann nochmal irgendwo lang und zurück und... von der anderen Seite verschlossen. Kann ich hier was durchsehen, wo ich drauf ballern kann? Ah, das gefällt mir gar nicht. Also gar nicht. Dass die Dinger hier hängen. Oh nein. Oh nee. Mir fehlt ein Zahnrad. Das hier kann ich doch aufsprengen mit einer Bombe. Hoffe ich mal. Nice. Ich habe Angst, dass ich die waste. Zylinder. Ja, die werden auch wieder wach, ey. Ich hab keinen Bock drauf. Mine? I take it. What we gonna do about this here? Da hinten sind noch Gänge, also... wahrscheinlich kommt man irgendwann nochmal von hinten ran. Ja, meine Pistolenmuni zumindest, ne? Ich habe ja noch andere Waffen zum Glück, aber ja, es wird langsam knapp mit der Muni. Das Problem ist, hier sind auch so enge Gänge, du kannst teilweise auch nicht an den Gegnern vorbeirennen. Außer du bist einfach Profi. Und weißt genau, wann du wo lang musst. Mechanischer Soldat. Leiche eines ausgewachsenen Mannes benutzt, habe Herz entfernt und Kadu eingepflanzt. Muskelstimulation mit Elektroschock erfolgreich. Hier ein Tod, daher kommen kognitive Fähigkeiten. Bewegung nur durch Zerstörungswillen induziert, danach Stillstand. Modell, Soldat, Vision 101. Kopfstück an Schädel angebracht. Elektroden melden stabile Gehirnströme. Experiment 1, Kampf gegen Lycans. Wurde nach 3 Minuten demontiert und gefressen. Fähigkeiten hinsichtlich Zerstörung und Tötung mangelhaft. Soldat 110. Habe Unterarm mit Bohrer ersetzt. Bewegungsfähigkeit aufgrund mangelnden Outputs unzureichend. Mit lebendem Körper versuchen. Modell Soldat 115. Kadu-Reaktor in Brust implantiert. Deutlich verbesserter Output. Experiment 2 Kampf gegen Lycans. Innerhalb einer Minute 3 Lycans zerstört. Gutes Ergebnis, aber Problem mit der Durabilität des Reaktors. Könnte bei Zerstörung des Reaktors unvermittelt Funktion einstellen. Okay, wir müssen einen Reaktor kaputt machen. Nächstes Mal gegen das Ding. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Oh. Nein. Da ist der Reaktor. Er beschützt auch diesen scheiß Reaktor. Zum Glück gibt es hier so viele Wege und Verstecke. Aber wie viel hält das Ding aus, dieser scheiß Reaktor? Ich hoffe, ich komme mit diesen 7 Schuss aus. Anscheinend nicht. Boah, vielleicht muss ich eine andere Waffe nehmen und das fühlt sich dann so verschwendet an.
Scheiße. Welche Pistole gar nicht nehmen müssen, ey. Hätte ich einfach von vornherein Shotgun schießen sollen oder so. Der hat ganz schön viele Leben, wenn er schon auch so viel Shotgun-Scheiße aushält. Kristallines Herz. Okay, ich habe leider keine Heilung. Ich werde mir zweimal Heilung herstellen. So, die Frage ist jetzt halt, soll ich mir überhaupt noch Pistolen-Muni machen oder laufe ich einfach lieber die ganze Zeit mit Shotgun-Muni rum? Weil, let's face it, so langsam ist die Pistole auch rotze, auch wenn ich die hochgelevelt habe. Vielleicht finde ich ja so noch irgendwo Muni. So, ein großes Zahnrad. Wofür brauchten, also wo war das nochmal, wo wir das brauchten? Sagen wir mal so. Ich muss jetzt wieder erstmal über langlaufen. Ich weiß, dass da so ein Pult war, aber ich weiß gerade nicht mehr genau, wo das war. Oh nein, nein, das war der völlig falsche Weg hier. Kann ich auch wieder zurück? Nee, jetzt muss ich hier wieder durchlaufen, verdammt. Ja, wenig Muni ist immer Resi. Aber halt, wenn man auf schwer spielt. Ich spiele halt natürlich auch schwer. Auf leicht hat man, glaube ich, mehr als genug Muni. Oder auf mittel. Das war irgendein außenstehender, freistehender Pult. Toll, hier war gerade der Kampf. Wäre ich einfach mal woanders dann lang gegangen. Wahrscheinlich genau in diesem Weg, also den anderen. Oh nee! Ey, come on! What the fuck? Wir locken ihn jetzt erstmal wieder runter. Oh nee. Gar keinen Bock auf den. Ach, der spawnt auch wieder neu. Ich muss hier mit dem fighten. Spawnt er auch wieder mit seinem vollen Leben. Oh, das waren relativ viele von diesen Gegnern, ne? Oh, Mann, meine Muni, ey. Warte. Ich habe eine gute Idee. Ich hoffe nur, dass es ist nicht zu nah geaimt. Nein. Ich will mir meine Shotgun ein bisschen sparen. Ey, Neuling, yo. Danke fürs Zuschauen, Mann. Und dass du so lange dabei geblieben bist. Hau rein, hau rein. Du kannst dir im VOD gucken, wie es weiterging. Aber ich werde das auch auf meinen YouTube-Kanal, glaube ich, hochladen. Wenn ich das nicht vergesse. Wofür bin ich denn hier hingegangen? Sag mal, wenn hier nichts ist.
Toll, das war einfach nur der Typ, der hier war. Hier, den hätte ich gar nicht bekämpfen müssen, glaube ich. Obwohl doch, ja, irgendwann hätte ich nochmal wieder hier hochgehen müssen, eigentlich. Von daher. Ha, wo war nochmal dieser Pult mit diesem Scheißding mit dem Zahnrad, Alter? Das erste Mal, dass ich überhaupt jemanden so lange zugeschaut habe. Yeah! Ja, dann habe ich aber erreicht, ne? Ja, freut mich, Mann. Sag ich mal, bis zum nächsten Mal oder so. Ah, hier war das. Hier ist es. Mann, ey. Tausendmal vorbeigelaufen. Ah. Okay, das ist schön, dass das aufging. Komm, ich crafte mir mal einmal eben Shotgun Muni. Ich habe sonst ein sehr ungutes Gefühl. Oh, Ethan. Such a disappointment. I thought we could join forces against that bitch Miranda. Truly. Ey, ich kann nicht abhauen bei dem. She took us. Took us to be her children. She locked us away in the village. We're being forced to serve her. Can you understand that humiliation? Na komm, Bro. I'm not like my siblings. I'm nothing more than to be free of that bitch. So I need power. Wie er das alles braucht, um gegen sie zu kämpfen. Wenn die das wüsste, können die nicht einfach mal so schon mal töten? Für mich? Dann muss ich das nicht machen, wenn der sie so gegen die setzt. Wir müssen mal einmal näher dran stehen, damit er schlägt. What a freak. Er ist echt ein Freak. Ich finde ihn auch scheiße, Ethan. Aber ich finde hier alle Gegner scheiße. Oh, what the fuck? Direkt der nächste? Und hier kann man wirklich gar nicht gut kämpfen und manövrieren, ne? Ob ich den rauslotse vielleicht. Jetzt habe ich die Zombie-Produktion gestartet, ja anscheinend, ne? Der hat mich nicht gesehen, oder? Nein, nein. Der hat mich nicht gesehen. What the fuck? Langsam reicht mir das hier aber auch! Okay, vielleicht müssen wir die gar nicht besiegen. Vielleicht muss ich einfach nur die Tür da hinten öffnen. Und kann auf die scheißen. Ey, ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich sterbe, wenn ich davor schlage. Aber gut, dass dem nicht so war. Wir müssen machen, dass die hier reinschlagen vielleicht. Oh, hier ist gar keine Tür. Hier ist gar keine Tür. Wo muss ich denn hin? Hier hoch. Oh nein! Schnell, geh auf! Boah, der kommt hier nicht durch! Oh mein Gott, was ein Glück! Oh.
Boah, alter Falter, ey. Alter Falter. Boah, das ist, ey, das ist wirklich spannend, dieses Game. Mein Gott. Immer so ein knapper Scheiß hier. Oh, 8-Schuss-Pistole. Oh, nee. Warte mal, muss ich den besiegen? Ich sehe keinen Ausweg. Scheiße, ich glaube, ich musste dieses andere Ding auch kaputt machen. Und jetzt muss ich wieder zurück, weil ich das nicht gemacht habe, oder? Nee, hier. Was? Oh! Scheiße! Oh mein Gott! Ventilator-Typ ist wieder da. Bin ich hier sicher? Das hört sich sicher an. Aber ich fühle mich nicht sicher. Oh, ey, Fettklos, ich bin so froh, dich zu sehen, Mann. Welcome, your ship? Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. To find something new, as you wish. Ich glaube, hier finde ich keine Fische mehr. Chat. Money, money, money. Yes, I can see why. Oh, eine Uzi. Aber sehr ungenau ist die, ne? Bestimmt. Ich kenne doch die Resident Evil Uzis. Oder die generellen Uzis. Rohrbombe. Und Mine. Rohrbombe und Mine. Ohne AK? Erhöht Feuerkraft sowie Feuerrate bei der Flinte. Erhöht die Magazinkapazität vom Magnum. Ne AK. Do you have enough firepower? I can now offer an expanded weapon modification service. Oh, warte mal. Wir verkaufen den Zylinder noch nicht, oder? Wir warten, bis der Mann das kombinieren kann. To think I would buy such things. Boah, scheiße, Alter. Ich hätte voll Bock, die AK zu kaufen. Aber was braucht die denn für Muni? Achso, ist eine Flinte. Ich sag die ganze Zeit AK. Das ist eine Flinte. 1160. Boah, ich habe meine Flinte halt schon so gut. Ich habe meine Flinte halt schon so aufgewertet noch die ganze Zeit. Immer wenn ich Waffen aufwerte, kann man die verkaufen, sag ich doch. Jedes Mal. Aber die stärker als meine. Ich verkaufe meine Flinte und kauf die. I'm surprised you'd part with this so early. Ja, ich kaufe mir die Flinte dafür dann. Moment, die ist teurer geworden? Weil ich die Objekte kaufen muss wieder, oder was? Die Verbesserung. Please come again. Hä? Well then, feel free to peruse. Warte mal, das ist doch dieselbe. Ich hab die jetzt verkauft und wieder gekauft. Oh.
thinking of ways to pass the time. Ey, so macht man natürlich wirklich keinen Gewinn, ne? My new stock. Okay, warte. Boah, stellt euch vor, man hätte jetzt nicht speichern können oder jetzt nicht laden können. Und dann hätte ich mich so krass verkauft hier. Bits and bobs. I see. You no longer need this? Oh, excellent choice. Ja. Food is life. Das ist doch was. Okay, wir brauchen aber auch die ganze Muni. Und zack, habe ich nur noch 96.000. Thank you for your patronage. Nice, Flinte. Okay, und jetzt können wir die noch ein bisschen verbessern, wenn wir wollen. Ich glaube, mehr Platz brauche ich erstmal nicht. Ah, warte mal, jetzt gibt es die nächsten Upgrades. Okay, Pistole werde ich nicht mehr upgraden, ehrlich gesagt. Die wird nur noch so eine Waffe sein, um Gegner abzulenken. Headshot und wegrennen. Snipe. Meine Magnum wird ziemlich gut. 65 aber auch. Man hat so wenig Schuss mit der Magnum. Ich möchte die halt immer ungern benutzen. Außer am Ende vielleicht für den Endgegner oder so. Heisenberg oder Mirinda. Ich glaube, für die wäre eine Magnum ganz gut. Wobei die hinterher auch nicht mehr wirklich viel stärker ist, als dann einfach mich mit einer Shotgun draufballer. Aber eine Shotgun-Muni findet man recht oft, sag ich mal. Da könnte sich das Upgrade schon lohnen. So, mehr kann ich mir erstmal nicht leisten. Okay. Good day, then. So bleibt das jetzt erstmal. Auch nur ein Mensch. Die Kampfflinte sieht aber nice aus. Ja, der Revolver ist schon recht gut. Man findet halt eh nicht so viel Muni. Ich will die halt nicht für normale Gegner benutzen, weil die Muni ist so selten. Und der macht halt pro Schuss schon viel Schaden. Also mehr als die Schrotflinte zum Beispiel. Aber am Ende lohnt sich die Schrotflinte eigentlich fast am mehr, weil man halt immer mehr Muni hat. Die man öfter benutzen kann. Und aber der ist trotzdem sehr stark. Für den Endboss bewahre ich den auf. Ich habe den ja nicht in meiner Quickleiste, der ist einfach dabei und dann. I don't give a shit about your family drama. Die werden langsam so stark, dass sie schon zwei von diesen Shotgun-Schüssen aushalten, ne? Das ist insane eigentlich. Und so einer krass geupgradeten halt auch noch. Komm hier rein. Ich finde immer bei Resident Evil Magnums, man findet zu wenig Muni. Finde ich immer. Barry Burton war der Einzige, der Muni für sowas immer hatte. Okay, jetzt habe ich 4-mal Heilung und das ist ziemlich nice. Nice, nice, nicer Scheiß.
Ich könnte mir ziemlich viel Muni natürlich craften, aber ich warte mal noch. Weil ich irgendwie lieber die die Shotgun-Muni damit crafte. Okay, gegen die normalen Gegner ist die Pistole noch gut, nur bei, wenn es mehrere werden, dann... Oh, da ist auch was. Einfach weiter. Ich kann Magnum Muni nicht herstellen. Man kann das zwar lernen, aber das wird richtig viel Scheiße kosten, denke ich mal. Deswegen habe ich es gar nicht jetzt erst gelernt. Schätze gefunden. Wir sind heute aus der Teepause zurück. Ja, nice. Welcome back. Freut mich immer, Leute im Chat zu sehen. Resident Evil ist das perfekte Teespiel. Da kann man richtig entspannen. Mit Jetpack? What the fuck? Nein, ich habe nicht das Ding getroffen. Oh mein Gott. Alter, was ist das denn? Was soll ich denn jetzt machen? In der Sackgasse. Stirbt. Nein. Ich komme nicht mehr raus. Oh, wie es leckt. Ey, wie es leckt. Oh mein Gott. Nein, was? Wie es leckt. Ich habe 20 FPS. Ich konnte nicht mehr aimen. Ums Verrecken nicht, ey. Okay, ich probiere mal, ob man weg abhauen kann einfach. Ich weiß nicht, ob man an denen vorbeirennen kann. Mit einer Nate dann vielleicht. Ich will ja immer lieber Gegner töten, so, ne? Another one. Renn. Das ist das Schöne an Resident Evil. Die müssen einem immer eine Chance geben, auch etwas zu machen ohne Waffen, weil man eventuell gar keine Muni mehr hat. Je nachdem, wie scheiße man damit umgegangen ist. Ja, hier wird es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Der Slider. Nein, die Granate fällt runter. Ich glaub's ja wohl. Oh mein Gott! Ja, das war's, Rip. Ich hab das nicht gesehen, dass ich hier nicht durch kann. Ja, Freunde der Nacht, ne?
Kommt uns bekannt vor? Kommt uns bekannt vor? Ja, ich muss hier runter. Was soll ich machen? Ich wurde nicht gehittet. Okay, wie stoppe ich das? Ah. Oh, geh doch kaputt, du Scheißding. Okay. Ich dachte, das geht auch so schnell kaputt wie das andere. Oh, das hat er einfach mehr Leben. Oh, ich bin doch nicht tot? What the fuck? Ich dachte, ich wäre tot. Na, ich wollte vorbeirennen. Überlebe ich das? Überlebe ich das? Ich überleb's. Weg, 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 weg. Oh, du Stück Scheiße. Oh mein Gott, läuft man hier langsam. Zum Glück gehen ihre Jetpacks nicht hier hoch. Soldat-Jet. Ja, danke. Habe ein Jetpack und Kopfstabilisatoren an ein Soldatmodell angebracht. Mobilität deutlich verbessert. Experimente zeigen eingeschränkte Flugfähigkeiten. Langstreckenflüge nicht möglich, aber bereits erfolgreicher Flug durch zerklüftetes Gelände. Soldat-Panzer. Habe eine Schutzhülle aus Aluminiumlegierung an ein Soldatmodell angebracht, um Brustreaktoren freiliegendes Gewebe zu schützen. Experimente haben ergeben, dass er regulären Feuerwaffen standhalten kann. Panzerung zu schwach gegen stärkere Einschläge. Okay, nice. Super toll. Aber gut, die haben wir ja auch schon mal. Gegen die haben wir ja schon mal gekämpft. Karte der Fabrik, obere Bereiche. Ist ein kleiner Tunnel. Wir gehen erstmal durch den Tunnel. Ich habe eine Heilung. Ich habe aber kein Kraut. Waynard, ich habe kein Kraut. Aha. This is what we need. This is the song I made. This is the song I made. Wie viel? Ja, ein Kraut für meinen. Oh oh, geh da nicht. Nein, geh wieder zurück. Geh wieder zurück. Geh einfach wieder zurück. Oh. Zum Glück haben diese Dinge ihre Generatoren alle da dran. Shit, that was close. Okay, lass uns gucken, was wir hier finden. Hä? Hey! Das ist ja gemein. Das ist einfach weg. Nur als Albtraum kein Kraut mehr da. Woher weißt du überhaupt, dass man hier weiter... Ah, hier ist eine Leiter irgendwie aus einem Grund.
Ja, es ist doch 100 pro nicht leicht, sowas von so einer Leiter zu bedienen, oder? Ey, ob die... Kann ich hier was drücken? Gar nicht, nicht. Ich hab mal wieder Bock zu speichern. She'll start her ceremony with your rose. Moment, zwei Opties im Chat. Oh nein. For your kid and for the whole village. But don't worry. I'll stop it. I'll use Rose to kill Miranda. Weil eine ist ja Pokaloptik. Poor Papa. You're the only one who doesn't see your kid's power. Take Rose? I'd like to see you try. I'd like to see you try. Voll das Großmaul, so er. Ihr seid die coolsten. There's more. So, wir sind wieder da. Ich habe ein Kraut gefunden. Wir machen es mal Heilung. So, den Schlüssel muss ich mir gleich noch machen. Da kommt wieder ein paar von diesen komischen Leuten. Er kann einfach durch alles pennen, dieser Typ. Welcome, Ethan. Ich glaube, ich kaufe meine Mine. Das ist schon praktisch. Ansonsten, ja. Uzi hole ich mir nicht. Komm, auch das hier. Du bist slaughtering things in droves. This is all an investment, Ethan. Your coin. Boah, ey, das kann ich eigentlich bald verkaufen, ne? Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja hier gleich irgendwo noch ein Fisch oder so. Okay. Erhöht die Feuerkraft sowie Feuerrate der Flinte. Ey, das muss es wert sein, oder? Das muss es wert sein. Yes, I can. I'm skilled at all sorts of weapons, Mom. Have a wonderful adventure. So eine Flinte ist einfach schon ziemlich stark. Wenn ich da schneller schießen kann und noch mehr Schaden macht, dann sage ich nicht nein. Mal gucken, was wir jetzt haben für. Als Schaden. Feuerkraft 1250. Sniper hat 800. Unser Revolver hat 1900. 1200 Sprengschaden. Ja. Lohnt sich. Lohnt sich schon. Okay. Gucken wir mal, was bei B4 ist. Klar treffe ich. Hallo? Ich glaube, wir müssen ehrlich gesagt nach B3. Aber ich guck mal. Hier war ich noch nicht. Ah, hier ist wieder so ein Labyrinth. Warte mal, wir haben eine Kugel, ne? Wir haben eine Kugel. Nee, doch nicht. Ma, ich habe das nicht zu Ende gelesen. Ich habe nur Kugel gesehen und... ich glaube, ich habe aber keine, ne? Nee, ich habe keine. Okay, hier ist so ein Labyrinth. Das müssen wir uns merken.
Ey, Schritzi, moin. Die Windel heute? Oh ja. Ein paar Mal haben wir schon ein bisschen geschrien, ein paar Mal haben wir aber auch gut gekämpft. Ein nicer Mix. Boah, ich weiß überhaupt nicht, ob ich gerade überhaupt auf dem richtigen Floor bin. Aber wir laufen ja im Notfall hoch, ne? Oh nee, ne? Immer diese Penner. Ah, lass mich zurücklaufen. Schnell. Oh. Oh. Nervig. Das war der von vorhin, wo wir abgehauen sind eigentlich. Der Penner war das. Ich glaube, hier hätte ich gar nicht nochmal lang gehen müssen, ehrlich gesagt, Chad. Ich glaube, da haben wir ja umsonst Munition verballert und Leben. Ich glaube, hier hätte ich wirklich gar nicht sein müssen, eigentlich. Wir müssen wieder zu diesem einen Raum. Oh, nee! Lass mich erstmal gucken, ob das doch hier ist, die Gisserei. Hier müssen wir hin. Oh. Boah, mit der neuen Schrotflinte, aber geil, ne? Zwei Schuss. Boah, ich crafte mir erstmal Shotgun-Muni. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. So, wir haben, glaube ich, zwei so Dinger jetzt, die wir benutzen könnten, ne? Schlüssel und Kugel. Ah, erstmal den Schlüssel. Ach so, Kugel ist natürlich für das Labyrinth. Na klar. Machen wir auch eben. Können wir einfach den Weg nochmal zurückgehen. Und langsam haben wir so voll die dicke Knarre hier einfach. Was ist das denn? What the fuck? Womit schieße ich? Explosivgeschoss? Warum geht das Ding nicht kaputt? Kann ich an ihm vorbeirennen? Ich kann an ihm vorbeirennen! Ah! Fick dich, ach, der hat das Ding auf dem Rücken. Wo kommen diese ganzen Dinger auf einmal her? Bin ich den falschen Weg gegangen? Ich bin den falschen Weg gegangen, ich Idiot! Nein, Mann, warum habe ich denn keinen Orientierungssinn? Warum habe ich keinen Orientierungssinn, Mann? Oh. Scheiße, ich bin völlig umsonst hier reingelaufen. Fuck, ey. Ah, ich hasse es. Ich hatte Angst vor diesem einen Dicken und dann bin ich einfach nur gerannt. Und es war falsch. Ich hätte gar nicht lang rennen müssen. Hier. Ach, fuck off. Wir schießen den ab, sobald er hier ist. Dann kann ich wieder an dem vorbeirennen.
keinen Bock auf diesen Scheiß hier, mein Freund. So, auf geht's im Kugellabyrinth. Das ist alles nur für eine scheiß Kugel hier. Der will auch mal ran. Der ist so im Hintergrund. Ey, mach mal hin. Mann, wo bleibst du? Wo bist du, Kugel? Die geht wieder nach hinten hoch. Wo bist du? Mann! Was ist passiert? Die ist entgegen der Schwerkraft wieder hinten hochgerollt. Ich raste aus. Ich raste aus. What the fuck? Ah. Ich werde völlig wild hier. Ach, jetzt. Hör da auf hier. Raus. Raus. Wie lange versucht ihr das schon? Nee, gerade zweite Mal. Zweite Mal gerade. Neues Rage Game. Ey, wofür braucht man neues Rage Game, wenn man Resident Evil hat? So, wer rollt jetzt wieder hier raus, der Scheiß? Nein! Ha! Hilfe, was passiert? Hilfe! Ah, so hier durch. So weit waren wir noch nie. Angst. Ist hier irgendwo ein Loch? Bitte sag mir, dass hier kein Loch ist. Oh. 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 Halle fucking Julia. Jetzt habe ich schon Halleluja vergessen, Alter. Wo ich war. Halle fucking Luja. Boah, da speichere ich erstmal direkt. Oh. Boah, second try, ne? Aber hätte man auch first try machen können. Oh, yes. Komm, wir verkaufen den Scheiß direkt. Boah, wer, das ist nicht ein Unsummen wert. Dann raste ich völlig aus. $30,000. Ey, das hätte wirklich $90,000 wert sein können. Jetzt mal ehrlich. Hab ich mich wieder verdrückt. Splendid. Na gut. You know it's worth. Wir haben wieder ein bisschen was. Okay. Ich hole mir aber erstmal noch nichts. Wir speichern erstmal nur. So. Und jetzt müssen wir dahin, wo dieser Pferdekopf ist. Ich weiß nicht genau, wo dieser Pferdekopf ist. Ich glaube bei B3. I don't know. Wieso relativ am Anfang? Wir gucken mal. Ich weiß nicht, ob ich laufe keinen Umweg. Bitte Clip erstellen. Du kannst das doch selber. Leute, bitte, kann einer einen Clip machen? Oh, nee. Ach, nö. Okay, hier gehe ich nicht lang. Hier gehe ich nicht lang. Obwohl, doch, hier gehe ich lang, wenn er gerade nicht guckt. Auf einen Baum, ein Kuckuck. Simsalabim, bamba, saladu, saladim. Alter, wo muss ich denn hier hin? Ich sehe hier nicht irgendwo den Weg, wo ich eigentlich hin muss. Jetzt bin ich wieder hier in diesem Drecksort oder was, wo so viel ist. Wieso laufe ich denn immer hier in den schlimmsten Ort von allen rein? Es kann doch nicht wahr sein, dass ich immer hier reinlaufe. Ey, wie kann mir das jedes Mal passieren, hier reinzulaufen?
Muss ich hier lang? Muss ich hier lang? Hier ist es. Nee, ist nur der. Hier! Heisenbergs Schlüssel. Da müssen wir hin. Hoffentlich bin ich jetzt hier nicht auf der falschen Etage. Nice. Nice, 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 nice. Ich hab wirklich viel Muni. Für nix. Oh, das gute alte Scharfschützengewehr. Enttäuscht mich nie. Okay, hier können wir was kombinieren. Ey, das alles habe ich jetzt nur für einen Schatz gemacht, den ich verkaufen kann, oder was? Ha, ehrlich? Das war nur alles extra für einen Schatz? Ehrlich? Oh mein Gott, ich hätte das nicht mal machen müssen. Oh, scheiß doch auf diesen Schatz, ey. Was juckt mich das denn? Oh, nee. Der 200.000 wert? Ey, das juckt mich nicht, ob der 200.000 wert ist. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier zum Schalter? Und zum Operationssaal? Ich will das nicht machen. Ich wollte das alles nicht. Ich hätte mich ja mal fragen können, ob ich das machen möchte. So, hier ist jetzt endlich der Schalter, den wir benutzen können, den wir schon Jahrzehnte nicht benutzen konnten, ne? What the fuck? Lebt das Ding? Ich habe zweimal Kraut, also mache ich mir auch. Okay, ich möchte Shotgun-Muni haben. Ich möchte Shotgun-Muni haben. Nein! Komm, wir rennen einfach vorbei. Scheiß einfach jetzt drauf. Wie ernsthaft? Was mache ich denn hier in der Ecke? Wo ist die? Ich kann nichts sehen, es lag. Langer Lauf, Wolfsbane. Wofür? Wofür habe ich das hier? Wofür mache ich hier alles? Wofür mache ich hier alles für Items? Oh. Erstmal das hier draufpacken, den Langlauf. Ja, kommt der nächste, Mann. Wofür mache ich das? Hier geht's nicht mal weiter. Ich will nicht 1000 Items. Ich will einfach nur weitermachen. Wo muss ich denn jetzt hin? Was ist denn? Wo muss ich denn jetzt hin?
Hier kann man Heisenberg-Schlüssel auch nochmal im Untergeschoss. Boah, das war alles nur für Items, was ich hier gemacht habe. Okay, ich muss ins Untergeschoss. Nur. Wie ist da der beste Weg hin? Hier ist auch irgendwo ein Raum, wo ich noch nicht drin war. Warte mal. Oh nee, hier ist wieder irgendein Vieh. Hier hinten ist noch so ein Raum. Boah, da ist 100 pro nichts drin. Ich gehe wieder umsonst hin. Oh nein! Oh nein! Schnell! Schnell! Das Violin ist emotional gesehen. Boah, dann hast du nicht bei meinen Rage-Games zugeschaut. Oh Mann, wofür mache ich hier alles? Wofür mache ich hier alles? Stell dir das mit das Kugellabyrinth vor und dann 5 Stunden lang. Ich bin schon wieder hier reingelaufen in dieses, in diesen Scheißraum. Scheiße. Nee, warte mal, hinten ging es doch zum... Nein, natürlich ist der jetzt hier. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Ich wollte gerade laufen, ich bin falsch gelaufen. Und jetzt ist hier auch einer. Was? Ey, was da? Wo muss ich lachen? Was muss ich machen? Ich bin überall Sackgassen, überall, egal wo ich hingehe. Ich war hier überall schon. Sackgasse, Sackgasse, Sackgasse. Oh. Ja! Ja! Oh, Dicker, Alter. Ich bin immer so froh, dich zu sehen, Dickerchen, ne? Oh, shit. Nein, ich will runter. Ich will runter, nicht hoch. Oh, nee. Wo ist jetzt verkackt nochmal Heisenbergs anderer Schlüsselraum? Okay, warte mal. Wie sieht jetzt eigentlich unser Revolver aus? Mal ehrlich. Wir haben einen verlängerten Lauf. Aber das sieht man jetzt nicht wirklich, ne? Ah, hier. Yeah, doch, wir sind richtig. Oh, wir sind einfach richtig. Wir sind einfach richtig. So. Ab geht die Post. Habe ich noch Heilung? Ich habe keine Heilung und ich kann auch keine mehr craften. Oh oh. Ich habe keine Heilung und kann keine mehr craften. You really are a tough one. Moment. Ich habe doch irgendwas, was voll viel wert ist. But I'm tired of chit-chat. Time to die. You can hear it, can't you? Ich kann nicht kaufen, solange der redet. Naturally. So. Wir haben doch was, was richtig viel wert ist. Der ist 200.000 wert. Wer hat das gesagt? 200.000. Vielleicht auf easy. 45.000. Auf easy vielleicht. Oh mein Gott, Alter, das ist ja gar nichts. Das ist ja nichts dafür, der Aufwand.
Ne, man kann Magnum-Muni gar nicht craften. Geht gar nicht. So. Ich würde sagen, Schrotflinten Schaden erhöhen, oder? Ich würde sagen, erhöhen. Warte mal, einmal ganz kurz. Shit. Schrotflintenschaden erhöhen klingt immer gut, ne? Oder langsam auch Magnum. I don't know. Beides können wir uns leider nicht leisten. Aber fehlt auch nicht so viel, aber es fehlt was. These hands are more dexterous than one might think. Vielleicht verkaufe ich einfach dieses scheiß Schnitzel. To hunger. Egal. Used to be alive. Have a wonderful adventure. So, wir haben Shotgun-Sachen. Ich kann mir nur leider keine Shotgun-Muni craften, weil ich habe nur noch eine Flasche. Vielleicht brauche ich die für Heilung. Immerhin war die Heilung. Ich habe nur diese eine Flasche. Modell Sturm. Habe eine billige Propellerturbine verbaut und möglicherweise den Reaktor-Output zu hoch eingestellt. Denn Modell stürmt fortwährend vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren. Von vorne durch nichts zu beschädigen. Allerdings hat der Depp es fertig gebracht, sich am Propeller seine eigene Arme abzusägen. Außerdem Überhitzung bei zu langer Laufzeit. Okay, also müssen wir jetzt einfach warten, bis der überhitzt, wenn wir gegen den kämpfen? Probieren. Die Magnum macht aber halt auch nur ein bisschen mehr Damage als die Shotgun, ne? Also erstmal die Snipe, solange der langsam ist. Oh nein. Wo ist er? Ich kann nichts sehen. What the fuck? Das war zu dreckig. Come on, du Fetti Bombetti. Ich lasse mir mal so ein paar Ecken für seine Feuerattacken. Ey, Okra, moin. Das ist zu... Das trifft nicht gut genug. Sobald er so schnell ist. Lol, man kann nichts. Boah, wenn ich dabei hinter denen gehen könnte, könnte ich bestimmt gut Damage machen.
Ja. Gleich brennt hier so ungefähr alles. Boah, Magnum for the win, ey. Now stay down. Magnum for the win. 8 Stunden? Ja, aber dann musst du... Dann hast du aber nicht alles entdeckt. Und wahrscheinlich auch nicht auf schwer gespielt, oder? Es gibt viel zu entdecken. So. Also Sachen, die man nicht für die Story finden muss und sowas. Und Gegner. Erstmal das Messer wieder. Eine Zigarre? Wofür? Miranda ist einfach widerlich. Ihre Falschheit kennt keine Grenzen. Für sie sind wir nichts als ein paar missglückte Kadu-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meiner Kompatibilität als die anderen Deppen im Dorf. Deshalb darf ich mich auch Sohn von ihr nennen lassen. Was für ein Witz. Ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Das kranke Mischstück hat sie doch nicht mehr alle. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat mir meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Ich meine, theoretisch hat der recht, ja. Aber so gestört sie auch sein mag, sie ist stark. Dank des Megamyceten kann sie jede Gestalt annehmen. Meine einzige Chance ist dieses Blag, Rose. Wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht. Wo wir schon dabei sind, ihr Vater Ethan hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. Ja, meine Eigenschaften zum Beispiel Super Regenerator sind wir anscheinend auch, ne? Ich meine, egal was uns angreift, irgendwie überleben wir immer. Ja. Okay, das war's ungefähr mit meiner ganzen Muni, die ich auch irgendwo ansatzweise nur hatte. Oh, warte mal, da ist ein Tunnel. Ein Tunnel. Oh, Heilung. Warte, was? Ah, hier. Shotgun Muni. Yes. Boah, das sind... Die Snap nicht genommen. Ich hatte jetzt schon Angst, dass das irgendwie verbuggt ist oder so. Ja gut, wir haben direkt nicht jedes Item genommen, aber das ist mir jetzt wirklich Latz gerade. Wir haben so viele Extra-Würstchen hier. Okay, sind keine Items. What the? Jetzt kommt Magneto wieder, ey. Ganz im Ernst, wie soll man denn den besiegen? Eigentlich, wenn er uns töten will, kann er jetzt einfach not easy so ein Ding auf mich schmeißen. You're persistent. But I've got a rebellion. So stay out of my way. Verballer nicht meine gute Muni. Alter, das ist irgendein Transformer. Megatron. That bastard.
Ey, niemals im Leben könnte ich den besiegen, wenn man jetzt mal so ehrlich ist, ne? Jill, again? Okay, kann ich nicht durch. Ja, Fische, ne? Aber da kann ich nicht durch. Ich glaube, Fische gibt's leider nicht mehr. Ich hätte mein Essen bestimmt verkaufen können. I told you to leave it alone, Ethan. Kommt immer her. You are in the way. What do you care, Chris? You killed my wife, you son of a bitch. You think I killed Mia? That wasn't her. It was Miranda. What? Uh-oh. She's a bioweapon. She changed her appearance and pretended to be Mia. Seems she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Bullshit. Das erklärt einiges. Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. Why us, Chris? Chris sieht in Teil 1 und 5 und jetzt in 8 vollkommen anders aus jeweils. All right, Ethan. All right. I guess I owe you an explanation. Hand me that wrench.